Der Sommer steht vor der Tür. Grund genug, sich ins Freibad zu begeben und schwimmen zu gehen. Die Leute im Hintergrund sind aber nicht bloß zum Plümpsen da, sondern um Wasserball zu spielen. Und das auch noch professionell. Der SV Münster 91 hat heute ein Meisterschaftsspiel und ich nehme euch da einmal mit, damit ihr einen tieferen Einblick in den Verein und in diese äußerst interessante Sportart bekommt. Ja, Wasserball stelle ich mir vor, einfach zwei Mannschaften und dann eine Mannschaft muss das Tor treffen. Oder wie sind genau die Regeln? Ja, also es sind 7 Spieler im Wasser, ein Torwart und 6 Feldspieler. Und man darf den Ball nur mit einer Hand anfassen. Man darf Gegner nicht behindern oder körperlich anfassen, wenn sie nicht in Ballbesitz sind, also keinen Ball kontrollieren. Und ansonsten ist es eine Mannschaftssportart, wo es eben darauf ankommt, ein mannschaftliches System zu haben, mit dem man eben zum Erfolg zu kommen versucht. Ja, bei mir habe ich jetzt einen Spieler vom SV Münster 91. Was ist für dich denn so das Besondere wirklich an der Sportart? Es ist bei mir so gewesen, wie bei den meisten, denke ich, dass der Einstieg über Schwimmen kam. Ne? In der Jugend viel geschwommen. So hast du dann noch Spaß am Schwimmen, macht das nicht viel mehr Spaß mit dem Ball noch dabei und so. Und da habe ich gedacht, ja, ist wohl was dran. Und so hatte ich eine gute Schwimmausbildung und bin dann darüber dann mal zum Wasserball gekommen. Ja, heute dann das Meisterschaftsspiel. Was erwartest du vom Spiel heute? Ja, heute ist der Gegner ja aus Fest, die zweite Mannschaft. Die erste Mannschaft von denen spielt also höherklassiger. Und da sind immer ein paar Spieler dabei, die auch aus der höherklassigen Liga dann mitspielen in der Mannschaft. Und das ist schon eine besondere Herausforderung. Ist ein starker Gegner, würde ich sagen. Wir kämpfen um die obersten Plätze gegeneinander. Guckt, wo die Leute frei sind und spielt auch den, der sich vorne anbietet, schnell an. Nicht warten, bis der wieder einen auf dem Buckel hat. Dann kann der nichts mit dem Ball machen. Also wenn einer vorne rauskommt, sich anbietet, sofort den Ball dahin, damit der Platz hat und noch gucken kann, was er jetzt mit dem Ball macht. Ja, gespielt werden 4x8 Minuten. Nach gut 15 Minuten steht es 3-3 zwischen Münster und Fest. Ich weiß nicht, ob ich das so durchhalten würde. Die Spieler werden nämlich gedöppt und die können ja noch nicht mal stehen. Also es erfordert ordentlich Ausdauer. Mal schauen, wie es endet. Bis gleich. Aktuell spielt der SV Münster in der Nordwestfalenliga. Von 9 Teams stehen die Münsteraner dort auf dem 2. Platz. Bei dem Spiel gegen die 2. Mannschaft von Fest mussten sich die beiden Mannschaften gezwungenermaßen mit einem 5:5 zufrieden geben. Ja, insgesamt haben wir kämpferisch sehr gut gespielt. In der Verteidigung war das relativ stark. In der Chancenverwertung war das nicht so überragend. Also heute hätten wir ein paar mehr reinmachen können. Allerdings, der Kampfgeist stimmte und der Gegner hat auch nicht mehr zugelassen. Das war so ein bisschen die Revanche fürs Pokalfinale heute. Leider wurde das Spiel jetzt abgebrochen, weil Gewitter ist, was eigentlich relativ ungewöhnlich ist im Wasserball. Normalerweise gehen die Spiele zu Ende, aber bei Gewitter ist einfach nicht mehr machbar. Und mit dem Unentschieden sind auch, glaube ich, beide Mannschaften gut bedient. Also Wasserball so ein bisschen im Schwimmbad spielen, das kann bestimmt jeder. Aber das wirklich auf hohem Niveau zu spielen, das ist schon nicht ohne. Da gehört nämlich eine Menge Mut, Kraft und vor allem Kondition dazu. Die Wasserratten unter euch, die sich das jetzt aber zutrauen, meldet euch doch einfach beim SV Münster 91 und versucht euer Glück. Der Schwimmvereinigung Münster wünsche ich viel Erfolg für den Rest der Saison und alles Gute für die Zukunft. Ich verabschiede mich für heute und sage ciao.